Hallo und herzlich willkommen zu City Skyline 2. Mein Name ist Knorke, ich freue mich, dass du dabei bist. Heute würde ich gerne mal ausprobieren, was Kohlekraftwerke finanziell bringen im Gegensatz zu den Solarpaneelen, weil die sind schon recht kostspielig und wenn wir die jetzt abreißen und dafür dann Kohlekraftwerke, aber wir haben natürlich dann eine Umweltverschmutzung, aber wir haben ultra viele Einsparungen. Deswegen würde ich gerne die jetzt einmal setzen, beziehungsweise wir brauchen ja nicht nur Kohlekraftwerke, weil ein Kohlekraftwerk macht 20 Megawatt. Wir brauchen aktuell 28 Megawatt, sprich wir könnten eventuell sogar auf die Windkraftwerke gehen. Weiß ich noch nicht genau, aber das setzen wir jetzt erstmal hier hin. Warte mal, da ist Grundwasser, da lassen wir die Finger von. Dann würde ich sagen, setzen wir, sollen wir das hier hinsetzen? Beschweren die sich über Dreck? Wahrscheinlich nicht, ne? Die sind ja auch so dreckig. So, das machen wir. Dann haben wir jetzt hier... Brauchen wir jetzt eine Anbindung? Genau, die Anbindung haben wir. Aber wir haben hier noch keine Anbindung zu den. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Da bin ich jetzt ein klein bisschen überfragt. Oder habe ich die falsch rum platziert, dass wir die hier hätten platzieren sollen? Und hier, okay, hier ist Wald, ne? Das war ein bisschen dumm. Okay, Moment, Moment. Wir ändern kurz das, die Idee von mir. Wir setzen das hier hin. Jo. Ja, ich weiß, aber hier ist Wald, Forstwirtschaft, ne, hallo, das bringt bestimmt auch Geld, deswegen müssen wir dich da einsetzen. So, wir platzieren jetzt aber erstmal eine Stromleitung. Warte mal, wieso geht der Strom eigentlich nicht nach hier? Weil wir nicht exportieren aktuell. Ah ja, habe ich verstanden. Und wir exportieren einmal nach hier und einmal nach hier, richtig? Ist das richtig? Moment, ich guck mal ganz kurz. Wir gehen bis hier, 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 hier. Wir speisen nur nach da ein. Aha, ich verstehe nicht. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir die Stromleitung jetzt von hier, hier hin und dann hier und hier dran. So, dann lassen wir mal laufen. Dann lassen wir, genau, wir speisen jetzt Strom ein. Und das hier können wir abreißen. Leider. Wirklich leider. Ist wirklich, wirklich schade. Also ohne Mist finde ich wirklich schade. Weil da habe ich jetzt so meine ganzen Hoffnungen drauf gesetzt. Aber der Geld, der Stromverkauf hat sich leider nicht so gerechnet. So, und dann gehen wir nämlich hier dran. Müssen wir die Dinger jetzt auch umsetzen? Warte mal. Jetzt haben wir nur noch einen Verlust von 24.000. Ah, sieh mal einer an. Ja, sieh mal einer an. Und Strom erzeugen wir aktuell... Nicht genug. Ah, weil, pass auf, weil die Dienstleistungen für Strom, machen wir auf 100%, so. Und dann sind wir immer noch nicht. Gut, dann machen wir ein zweites Kraftwerk daneben. Ja, dann machen wir ein zweites Kraftwerk daneben. Kohlekraftwerk setzen wir hier hin. Und das binden wir auch hier an. So, jetzt haben wir es, ne? Genau, Stromverfügbarkeit ist da. Warum produzierst du jetzt keinen Strom? Warum produzierst du jetzt keinen Strom? 20 Megawatt. 20,4. Du bist effektiver. Du bist ja viel effektiver als das Ding. Also 0,4 Megawatt mehr effektiv. Aber haben oder nicht haben? So, was ist das hier? Was haben wir hier für eine Mission gehabt? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Moment. Machen wir mal abrunden. Genau. So, machen wir hier ein bisschen schöner, ne? Okay. Was war mit euch? Okay, ihr kriegt Strom, genau, und du bist ein Umspannwerk. Ja. Du bist ein Umspannwerk und du bist Stromspeicher. Da könnten wir Upgrade machen, aber brauchen wir aktuell noch nicht. So, Strom wird jetzt nur von einem eingespeist. Warum? Warum? Ne, kann ja nicht. Muss ja von beiden. Guck mal, wir haben eine Produktion von 40 Megawatt. Von 40 Megawatt. Was haben wir jetzt aktuell? 132.000. Wir bleiben da irgendwie hängen.
Also wir bleiben permanent auf diesen 100.000 hängen. Aha. So, was ist mit euch? Was produziert ihr eigentlich hier? Finanzdienstleistungen und sowas, ne? Was ist denn, wenn wir dich hierhin platzieren? Also beispielsweise hier. Moment. Wir machen einmal... Wir könnten hier so eine Kurve hinmachen, ne? Ich glaube, die Kurve würde gar nicht so schlecht aussehen. Warte, hier Kurve. Und dann gehen wir nämlich hier rüber. So, und dann hier rüber. So. Okay, und dann machen wir hier ein bisschen lila hin. So, hier kommt lila und hier kommt das grüne hin. Und das lilane hier hinten können wir nämlich abreißen. Warte. So. Und abreißen. Gut. Das haben wir dann schon mal weg alles. Das brauchen wir nicht mehr. Weil hier kommt ja was anderes hin. Was genau? Boah, weiß ich noch nicht tatsächlich. Wir könnten aber das hier auch noch alles abreißen. Dann brauchen wir alles auch nicht mehr, ne? Dann hätten wir nämlich weniger Straßen, die wir instand halten müssen. Druckerpresse? Ja. Druckerpresse? Ja. Die bauen hier kein Lila, ne? Druckerpresse? Ja. Ziehen wir hier hin. Sind die jetzt glücklich, dass hier eine Druckerpresse ist? Weiß ich nicht genau. Aber... Wir haben schon den nächsten Fortschritt gleich. Wir haben schon gleich den nächsten Fortschritt. Ah, das Spiel war letztes Mal abgestürzt. Stimmt. Ich erinnere mich. Das Spiel war abgestürzt. Was hat man da alles gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen überfragt. Boah, was hat man nochmal alles hier gemacht? Das hier kann eigentlich auch da hinten genutzt werden, ne? Hier. Was ist hier jetzt schon wieder? Unfall. Aber die haben doch bestimmt Firmenkrankenwagen, oder? Gehe ich mal schwer von aus. Warte. Das Umspannwerk setzen wir auch hier unten hin. Das war alles, was mit Strom ist, hier unten haben, ne? Hat er nicht gemacht. Weil... Weil... Oh, warte mal. Dann das hier gelb wegmachen. Pass auf, mach mal das Gelbe hier erstmal weg. So. Das auch. Dann reißen wir die Dinger hier ab. Ah, deswegen ging das nicht, weil der Parkplatz hier ist. Ja, sorry. Aber den Parkplatz brauchen wir eigentlich nicht. Der kostet nur. Wir machen jetzt mal Einsparungen hier. So, und jetzt müsste das ja theoretisch rübergehen. Ich hatte mich schon gewundert, warum das nicht rübergeht. Weil die normalen Häuser, die normale Industrie und alles reißt der ja ab. Deswegen war ich so ein bisschen verwirrt. Okay. Und dann können wir hier theoretisch... Genau, dran gehen. Dann wird das hier... Der Strom wird hier gespeichert. Und das Umspannwerk setzen wir hier neben. Hier neben. Passt das hier hin? Boah, bitte. Jo, passt. Perfekt. Sehr geil. Okay, Stromanbindung ist nicht da, weil... So. Richtig, ne? Wofür das Ding ist, weiß ich nicht. Wandelt Strom mit hoher Spannung, die von einem Kraftwerk kommt, in Strom mit niedriger Spannung um. Jo, haben wir gemacht. Obwohl das eigentlich Blödsinn ist, weil... Du kannst hier direkt rangehen. Ne? Also du gehst ja direkt hier ran mit dem Strom. Der Strom wird eingespeist. Ist eigentlich ein bisschen blödsinnig, aber naja. So, jetzt haben wir hier hinten... Genau, jetzt haben wir hier hinten... Moment, ich guck mal genau. 146.000 natürlich. So, dann gehen wir einmal unter Tage. Dann können wir das hier nämlich auch alles abreißen. Entschuldigung. Oh, das können wir alles abreißen. Geil. Okay, sehr geil.
Weniger Stromleitung heißt weniger Kosten eigentlich. Das kann auch alles weg. Das kann auch weg. So, ne? Bis da. Ne. Ich hab da einen Fehler gemacht, ne? Warte, wir müssen den Strom von hier drüber laufen lassen. Jo, jetzt haben wir es. Okay, und dann können wir die Stromleitung hier auch wieder abreißen, ne? Die brauchen wir nicht. Ist das richtig? Ist richtig. Sehr schön. Okay, dann haben wir da schon mal eine kleine Struktur drin. Wir machen immer noch Minus. Ich kapiere das nicht. So, die meckern jetzt, dass die Arbeit haben wollen. Was habe ich denen hier Büros hingesetzt? Hier ist die Druckerpresse. Hier sind überall Büros. Die wollen diese Büros nicht, weil die in der Sache eigen sind. So? Ja. Okay, dann machen wir hier auch nochmal überall das Lila hin. Wir zwingen die jetzt einfach zu dem Lila. Klingt gut, ne? Guck mal. Die werden zu ihrem Glück gezwungen. Grundwasserpumpstation. Genau, Grundwasserpumpstation könnten wir theoretisch... Moment, Wasseraufbereitungsanlage? Nein. Grundwasserpumpstation. Hier. Die könnten wir theoretisch hier hinsetzen. Sprich, wir müssen einmal diese Kachel da kaufen. Die hier kaufen. Bam. So, und dann setzen wir die hier hin. Grundwasserpumpstation setzen wir hier hin. Wir brauchen aber erstmal einen Weg dort. Ich glaube, so lief das. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Dann Grundwasserpumpstation. Nee, hätten wir ein bisschen runtersetzen müssen. Moment, eventuell so. Dann können wir die hier wieder abreißen. So, dann wachsen direkt Bäume da. Wie im Real Life, wenn du eine Straße abreißt, wachsen da instant Bäume. Wir können jetzt diese Grundwasserpumpstation, guck mal hier, jetzt haben wir hier nämlich jede Menge Platz. So. Und die Straße binden wir dann hier an, ne? Komme ich nicht genau in die Mitte? Okay, krass. So. Und dann können wir das Teilstück nämlich hier wieder abreißen. So. Jetzt haben wir da Grundwasserpumpstation. Jetzt können wir die nämlich hier abreißen. Und die Leute sind glücklich. Was will man mehr? Das hier können wir auch abreißen. Das brauchen wir nicht mehr. Und das brauchen wir auch nicht mehr. Und jetzt haben wir wieder Platz für eine Straße hier. Wir ziehen die Straße von hier. Bis hier, ne? Warte. Da. So, sehr schön. Ja, es gibt immer Leute, die meckern. Ist einfach so. Da gewöhnt ihr euch dran. So, dann machen wir hier nämlich grün, grün, grün. Und blau. Ich hoffe immer noch, dass die lila haben wollen, ne? Weil lila haben wir da hinten extra schon schön gebaut, aber naja, müssen wir mal gucken. So, wie sieht aktuell aus? Also, Wasser. Wasserverfügbarkeit haben wir. Wir exportieren sogar Wasser. Wir machen 83.000 Minus. Wir machen nicht mehr so viel Minus, weil wir die nicht geupgradet haben. Wir haben die nicht geupgradet. Vielleicht ist das der Weg. Wie viel produzierst du denn an Wasser? 60.000 Kubikmeter. 60.000 Kubikmeter. Wir brauchen 83.000. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr. Haben wir irgendwo eigentlich diese Schmutzwasserpumpen? Mal so gefragt. Warte, hier Wasserpumpstation. Da hinten haben wir eine. Abwasseraufbereitungsanlage. Jo, haben wir. Das hier kriege ich irgendwie nicht weg, ne?
Wasserrohr. Wasserturm. Abwasserfluss. Nee, Abwasserfluss. Ich will das hier rausgespült haben, aber ich weiß nicht wie. 39.000 minus. Geil. Okay, sehr gut. $39.000 minus. Was kostest du im Monat? 52.000. Krematorium, Klinik, Feuerwehr, Polizeiwache, Krematorium. Braucht man ein Krematorium da hinten erstmal nicht, oder? Was hast du denn für eine Auslastung? 86%. Okay, du wirst gar nicht benötigt. Oh, direkt negativ. Oh, 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 oh. Okay, wir machen aber nur noch 8.000 minus. Abwasseraufbereitungsanlage, ja, ist gut, aber könnten wir eigentlich besser hier hinsetzen, ne? Abwasseraufbereitungsanlage setzen wir hier hin. Sehr schön. Wir wissen auf jeden Fall, was wir nicht mehr kaufen müssen. Genau, und das Ding hier reißen wir jetzt ab. Und dann können wir nämlich das hier auch abreißen. So, bis hier. Und den Weg hier machen wir dann als... So, dass wir hier so eine Kreuzung haben. Dann können wir das nämlich hier bis dort abreißen. Clever, ne? Hier machen wir nochmal Terraforming. So. Und machen wir ein Minus. 20.000. Okay. So, was haben wir jetzt? Strom... Sind wir okay. Strom sind wir okay. Krematorium-Verfügbarkeit sind wir nicht okay. Aktuell. Recycling, Müllverarbeitungsstatus. Ja. Gelagerter Müll. Entleeren beginnen. Ich bin am überlegen, ob wir da... Wir hatten nochmal so eine Müllverbrennungsanlage, ne? Kostet im Monat 168.000. Das Ding kostet 24.000. Okay, ist wesentlich günstiger. Recyclingzentrum. Okay, Recyclingzentrum kostet 128.000. Da kannst du aber, glaube ich, Geld mit generieren. Wenn ich das richtig habe. Wir gucken jetzt erstmal, was wir uns für ein Upgrade kaufen. Wir werden uns auf keinen Fall das hier kaufen. Gaskraftwerk. Gasbetriebe liefern der Stadt kostengünstige. Das ist gut. So, was kostest du denn? Wollen die einen verarschen? Was ist denn für die kostengünstig? Keine Ahnung. Moderne Wasserpumpenstation? Nee, was brauchen wir? Ich würde sagen... Brauchen wir eine Uni? Nee, wir brauchen irgendwas, wo die Leute arbeiten gehen. Ja, komm, mach mal Uni. Diese astronomische Forschungseinrichtung erhebt das Interesse an universitären Bildung, erhöht die Wahrscheinlichkeit, mit der Uni den Abschluss machen. Aber wir haben noch nicht mal ein College, ne? Darf man ja nicht vergessen. Das darf man auf keinen Fall vergessen. U-Bahn. Oh, Luft. Das machen wir auf jeden Fall. So. Wie viel haben wir noch? Gar keine mehr, ne? Null. Okay, also, wir brauchen jetzt erst... Ah, ein College. Ich wollte hier... Wir brauchen jetzt erstmal... Höhere Schule haben wir. Ein College. Ein College. Hier neben? Kostet 150.000. Wir machen gerade Plus, ne? Wollte ich nur mal kurz anmerken. Macht das Sinn? Wie ist denn die Nachfrage dazu? Gucken wir mal. Oh, die brauchen Industrie. Weil wir einiges abgerissen haben. Da, die bauen Industrie. Oh, geil.
Das hier reißen wir alles ab. So, das kann auch abgerissen werden. Genau, das brauchen wir erstmal nicht. Hier haben wir... Achso, das ist ein generiertes Haus. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie so ein Bonushaus. Hier haben wir Stau. Hier haben wir Stau, weil wir hier eine Stoppstraße hingemacht hatten. Ich erinnere mich wieder. Stoppstraße, ne? Jetzt läuft es. Soll ich denen sagen, die dürfen nur rechts abbiegen? Wäre das sinnvoll? Aber die Bäume sind gespeichert, ne? So wie es aussieht. Hier an der Küste, überall. Es läuft schon besser. Okay, das staut sich jetzt, weil die jetzt fahren. Linksabbiegespur vor. Warte mal. Kann ich denen das sagen? Jetzt müssen die ja theoretisch die ganze Zeit. Wieso biegen die links ab? Geht das hier nicht? Geht hier nicht, ne? Hier ist ein Stoppschild, oder? Ja, hier ist ein Stoppschild. Aber wie, was ist das denn hier? Schaltschutzmauer. Ah, okay, okay, das brauchen wir noch nicht. Okay, also, es staut sich sehr weit zurück, weil wegen dem hier. Brauchen wir einen größeren Kreisverkehr? Bringt mir ein größerer Kreisverkehr was? Eigentlich nicht, oder? Weil die können ja genauso fahren, trotzdem. Wir brauchen aber hier, wollte ich mal ganz kurz, nur ein bisschen nachbessern. Das können wir wieder wegmachen. So. Au, 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 au. Es wird gebaut. Es wird lila gebaut. Die wollen. Guck mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Schule. Verwaltung. Schule. Für ein College. Wir haben 61. Wird sie... Für 61 Leute lohnt sich das? Das ist halt die Frage, ne? Aber es könnte natürlich mehr werden, wenn die hier abgehen. Hm. Das kostet mal eben 150.000, ne? Ja gut, wir machen eh wieder Minus. Ich verstehe es nicht so ganz immer. Dann machen wir jetzt hier ein College hin. Hier machen wir ein College hin. Mit so einer Straße. Grad und 90 Grad runter. Und dann brauchen wir diese. Okay, die ist doch ein bisschen größer als College als gedacht. Dann kommt das wieder weg. So, ne? Genau. Und dann gehen wir hier runter. Bam. Und dann setzen wir College hier hin. So oder so rum? So, ne? Ah, guck mal, alle happy. Total happy alle. Schön. Jetzt hoffe ich nur, dass die Leute da auch hingehen. Was haben wir denn da? College-Bibliothek und für Wissbegierige brauchen wir nicht. Bietet Studenten mit großer Sammlung an Lehrbüchern bessere Chancen auf Schulabschluss. Gehen da schon welche hin? 8. Dafür hat es sich ja schon gelohnt. Dafür hat es sich ja sowas von gelohnt. Ich war jetzt im Überlegen, hier vielleicht eine Kurve hinzuziehen, aber ich würde eher Nein sagen. Das lassen wir hier. Das sieht gut aus. Das lassen wir auch. Komm. Machen wir hier noch ein paar Bäumchen hin. Die hatten wir. Das. Pinselstärke hatten wir auf 100 gesetzt letzte Mal. Pending
Genau, und dann setzen wir hier noch ein paar Bäume hin. So. Das ist abrissreich, aber da kümmern die selber, glaube ich, drum, ne? So, wie ich das verstanden hatte. Gehen da jetzt schon mehr rein? 27. Okay, jetzt geht langsam los. Jetzt geht es langsam los. Bevölkerung erhöht. Ja, habe ich. 110. Wie sieht es mit Strom aus? Brauchen wir noch eins? Aber dann sind wir schon wieder bei richtig viel Kohle, ne? 20,8, 21 mehr. Die verbessern sich immer mehr. Die verbessern sich immer mehr, tatsächlich. Haben wir hier gelb? Ja, hier ist überall gelb. Da ist jetzt, war auch schon gelb. Okay, ist überall gelb. Gut. Das hier sieht ja zum Glück gar nicht Copy-Paste-mäßig aus, ne? Zum Glück gar nicht. Haben wir den den Stau haben wir beseitigt. Sehr schön. Boah, Gott sei Dank. Zum Glück. Zum Glück haben wir den Stau da beseitigt, tatsächlich. Kann man überlegen, wie man hier eventuell noch was machen könnte. Hier könnte man eine Kachel kaufen und dann große Häuser. Aber die wollen ja keine großen Häuser. Weil die sich denken, ne, große Häuser, wofür? Nicht genügend Kunden. Hatten wir eigentlich letzte Folge dann... Kommunikation? Postamt. Postamt hatten wir, ne? Da hatten wir, okay. Wie kriege ich das hier weg, ne? Das nervt mich. Und dass die keine großen Gebäude haben wollen, nervt mich. Aber richtig. Wie kann ich denen sagen, bitte baut große Gebäude? Oder beziehungsweise zieht in die großen Gebäude ein. Die sind ja da. Müssen wir mal herausfinden in der nächsten Folge. Seit ein paar der Folgen eigentlich schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.